Da Capo al Fine. Wir wiederholen uns nicht, sondern erfinden uns wie jedes Jahr immer ein bisschen neu. Was wir vielleicht ein bisschen anders machen diese Spielzeit ist, dass es drei große Projekte gibt, die sich mit Musik beschäftigen, wo neuer Text auf neue Musik trifft. Unser Versuch, das musikalische Genre Melodram zu betrachten oder überhaupt zu überprüfen, ob es möglich wäre, das auch im Theater nochmal wiederherzustellen. Beginnen tun wir mit Symphonie des sonnigen Tages, ein Stückauftrag von Anja Hilling. Dazu hat die Musik komponiert Maus an Mars und inszenieren wird es Felicitas Brucker, die Hausregisseurin, auch im 8. Jahr hier am Schauspielhaus. Im Zentrum steht eine ganz große Beunruhigung. Also das ist eigentlich das, worum es hauptsächlich geht, dass das europäische Paar in diesem Unort, an dem die sind, in diesem Urlaubsort, wo sie jenseits ihrer sonstigen Lebenskontexte sind, komplett auf sich zurückgeworfen werden und eigentlich eine extreme Verunsicherung erleben aller ihrer Werte, aller ihrer sonstigen Lebensmaximen. Und auf der anderen Seite ist das Leben eben dieser Flüchtlingsfrau. Man lernt das Leben kennen über Flashbacks ihrerseits. Es ist so, dass eigentlich durch diese Flashbacks immer mehr klar wird, wie ähnlich sich eigentlich letzten Endes auch die Systeme sind, bei aller Unterschiedlichkeit. Die Düsterkeit in der Musik ist wahrscheinlich die Naturgewalt, das bittere Äußere. Und das Euphorische sind die kleinen Glücksmomente im Leben, die man haben kann. Die Musik übernimmt so die Rolle der Natur, aber auch die Rolle eines Widerstandes. Wir haben es mal Melodram genannt, weil das mit Menschen zu tun hat, die jetzt nicht melodramatisch im negativen Sinne, sondern eigentlich im positiven Sinne sich und ihre Gefühle ernst nehmen. Dann kommt Hunde Gottes von Timo Strutzenberger, auch das eine Uraufführung, entstanden im Rahmen von Stück für Stück. Für mich geht es in Hunde Gottes um die Frage und den Verdacht, inwieweit Ungleichwertigkeiten in Gesellschaften auch von ambivalenten erotischen Besetzungen abhängig sind. Und auf einer einfachen Ebene würde ich sagen, es geht, glaube ich, um eine Hausfrau, Schauspielerin und Mutter, deren privates Universum dabei ist, mehr und mehr zu kollabieren. Und damit auch um die Frage, was ein Haus ist und sein könnte. Es wird inszeniert Barbara Weber, eine Schweizer Regisseurin, mit der wir sehr lange in sehr freundschaftlichem Kontakt waren über das Theater am Neumarkt, was sie geleitet hat. Melodramen, das sind Filme von Männern für Frauen. Es sind Filme, bei denen man weint, in denen man sehen kann, wie man weint und doch spricht. Diese Filme von Douglas Sirk, das sind namentlich Familien-, Rassismus- und Liebesmelodramen aus den amerikanischen 50ern des 20. Jahrhunderts. Diese Filme dienen also als Vorlage eigentlich für die Narrative und Plots und Konstellationen des Stücks. Was es bedeutet, baden zu gehen, auch das ist ein Publikumspreis von Bastian Sistig. Eine Zimmerschlacht im klassischen Sinne und inszenieren wird das Sebastian Schuck. Ich fand es vor allem beim Lesen bösartig, was nicht der Komödie widerspricht. Aber ich habe nicht vorrangig an Komödie gedacht. Also ich fand es eigentlich eher, also auch wenn man zwischendurch lachen muss über Missverständnisse und so weiter und so fort, fand ich es eher traurig und ätzend. Es kommt mir vor, ein bisschen wie ein Säureanschlag auf eine bestimmte Art zu leben und zu sein. Das finde ich ein bisschen verschreckend, finde ich aber in seiner Radikalität wieder interessant. Man riecht die Lunte brennen und es ist klar, dass die Bombe irgendwann hochgeht. Ja. Dann kommt Johnny Breitwieser. Johnny Breitwieser ist eine lokale Figur, ein Wiener Robin Hood, ein Gangsterkönig. Mir ging es darum, eine Parabel zu erzählen über Ungerechtigkeit, Armut, Kampf ums Überleben anhand eines Mythos, der real verankert ist in der Stadt Wien. Auch das eine musikalische Arbeit. Musik ist von Jarek Bischoff. Es ist eine Form von poetischer Wirklichkeit, die im Singen dann realisiert wird. Das, was ich toll finde, ist, dass Musik eine theatrale Sprache sein kann, die Dinge erzählen kann, die man mit Text oder mit Spiel nicht so erzählen könnte. Durchaus in dem Sinn, wie es Brecht gemeint hat, dass Songs so einen Bühnenvorgang verfremden können.
und dadurch auch erweitern können und neue Assoziationsräume schaffen können. Wo hört man auf zu sprechen? Wo beginnt man zu singen? Worüber kann man nicht mehr sprechen? Was muss man singen? Was muss man spielen? Wie? Das sind eigentlich Dinge, die, wenn man so will, wo die Musik uns entlasten kann. Juliane Stadelmann macht mit diesem Stück inzwischen schon Furore, weil die hat das in Heidelberg vorgestellt. Noch ein Lied vom Tod heißt ihr Stück, das im Osten spielt, aber mit den Attributen eines Western kokettiert und somit eigentlich ein Eastern sein könnte und das Ganze inszeniert, die Uraufführung inszeniert, Daniela Kranz. In Noch ein Lied vom Tod geht es eigentlich um einen real existierenden Fall. Es gab darüber dann einen Dokumentarfilm von Alrun Götte, Die Kinder sind tot, heißt der Film. Und ich habe diesen Film gesehen und war so geschockt und irgendwie auch fasziniert von dieser uralten Frage. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, worum es wirklich geht, dann auch in dem Stück. Wie konnte das passieren? Also einfach die Frage nach Gerechtigkeit, glaube ich. Die tatsächliche Tragik der Ereignisse, die dahinter steckt, ist wirklich etwas kolportagenhaft hinter einem Plot versteckt, der wirklich sehr, was sehr Surreales hat. Ja, ich musste diese Absurdität irgendwie übersetzen. Klar sind da märchenhafte Elemente dabei, aber da ist genauso ganz viel von Western-Elementen dabei, da sind ganz viele Comic-Sachen auch dabei. Ich habe das immer so ein bisschen als Graphic Novel irgendwie vor mir gesehen und das floss dann da alles mit rein, sozusagen. Gott ist nicht tot, aber er schläft und während er schläft gibt es Frau Anna, seine Frau, die die Sachen regelt. Es wird eigentlich nichts mehr initiiert, geschweige denn irgendwie die Initiative ergriffen, es wird nur ein Zustand verwaltet. Also es ist ein Wartezustand, der nicht jetzt gerade sehr, sehr schön ist. Zu wissen, dass etwas falsch ist oder falsch läuft, aber sich nicht ändern wollen oder nicht ändern können. Sozusagen das Bühnenbild ja auch ein bisschen aufgebaut ist halt, jeder hat so seine Schublade und die wird halt nicht ausgeräumt oder wird halt nicht bearbeitet, sondern das schleppt man eigentlich so mit sich rum in seinem Leben. Die vier Menschen, die jetzt in dieser Schubladen-Kommodenwelt leben, die haben halt gemeinsam, dass sie halt jeder für sich etwas haben, was sie halt nicht versuchen zu ändern oder sie können es einfach nicht. Inszenieren wird es Robert Borgmann. Das Gemeindekind. Ein Libretto von Anne Habermehl und die Musik hat Gerald Resch komponiert und das Ganze basiert auf dem Roman von Marie von Ebner-Eschenbach, eben das Gemeindekind. Also ein großes Motiv für mich ist sowas wie Ausgrenzung funktioniert in einer Gemeinschaft. Natürlich die Frage nach einer kollektiven Verantwortung für einen Einzelnen. Jeder Schauspieler, jede Schauspielerin hat ein zugewiesenes Instrument. Das ist Klarinette, Gitarre, Klavier, Akkordeon und Kontrabass. Durch diesen Grundsound des Ensembles kann ich ganz gut auch sowas wie eine ursprüngliche, volkstümliche, tschechische Musik simulieren. Welche Musikalität hat diese Sprache? Und dass ich Sprache einfach als Musik denke und das ganze Ding als Musik denke. Das wird eine sehr, sehr abwechslungsreiche Produktion werden insgesamt. Ein Abend, auf den ich mich auch sehr freue, das ist ein Monolog. Wir haben uns nie wirklich mit Schwab beschäftigt, obwohl wir uns immer über Schwab hier natürlich im Schauspielhaus unterhalten haben. Abfall Bergland Cäsar ist eigentlich kein Stück. Es ist ein Prosa, das Katrin sehr geschickt eingeformt und wieder in eine Rede, eine Ansprache, eine Suade, einen Monolog komprimiert, vielleicht sogar verdichtet hat. Mein allgemeiner Zustand, den ich war, dass der allgemeine Zustand unterbrochen ist. Was mir beim Zusehen in den Proben wie viel Spaß gemacht hat und dasselbe gilt auch für Steffen und Clemens. Das kann ich mir nicht merken. Kannst du vergessen, diesen Titel kann ich mir einfach nicht merken, den muss ich ablesen. Max Reinhardt hat übrigens früher alles abgelesen, ja, als tot war und Telgornia mich suchte. Genau, als ich einmal tot war und Martin Elgor mich nicht besuchen kam, ist ein Stück von Daniel Metzger und inszenieren wird das Clemens Gindel. Es ist ein Monolog, der bei uns in einer Unplugged-Version laufen wird, gespielt von Steffen Höld und sich mit dem Sänger und vor allen Dingen auch dem Kopf der Band Depeche Mode und dessen Sekundentod im weitesten Sinne auseinandersetzt. Sie erfinden die Musik, ich erfinde
erfinde den Namen. Sie organisieren die Konzerte und wegen mir kommen die Leute. Und ich komme christlich Abitur, scheiße sich auf der Bühne in die Hose und ich singe dazu. Fröhliche Spielzeit, möge es so bleiben, auf euch!